I wanted to go to Germany because I had heard a lot about it. And I just wanted to see the land for myself. Also ich habe mich für das PPP beworben, weil ich politisch interessiert bin auf jeden Fall. You see what you see on TV, but it's you know, live like a German lives. Großes Land, nette Leute und einfach so unkompliziert. Learn a different language, learn about a different culture. Diese unglaubliche Weite, die man, glaube ich, nur in den USA so in dem Sinne erleben kann. Going halfway across the world, you get a chance to see how other people see you as an American. USA life erleben. Da freue ich mich drauf. The dreams of many. To experience Germany firsthand. A dream that can become a reality. The Congress Bundestag Youth Exchange Program, CBYX, is the chance. Each year, the American Congress and the German Parliament give current students, in addition to young professionals, the chance to make this dream come true. What makes CBYX so special is that it's an exchange program for American and German youths with whom the politicians of both countries receive grants for the participants. As an ambassador in the United States government and the German government, we believe that exchange programs are the best way to promote understanding between our two peoples. Das Besondere ist natürlich einmal, dass wir eine Gegenseitigkeit haben. Das heißt, es ist garantiert, dass auch junge Amerikaner für ein Jahr nach Deutschland kommen. Dass junge Leute aus allen sozialen Schichten dabei sind, aus fast allen auch unterschiedlichen beruflichen Bereichen, aber auch aus unterschiedlichen schulischen Bereichen. Natürlich gibt es heute viele Möglichkeiten, Kontakte in die gesamte Welt übers Internet zu gestalten. Aber ich denke, kein Internetkontakt, kein Fernsehprogramm, nichts kann persönliche Begegnungen ersetzen. No other program offers substance and financial support like CBYX. Study semester. Internship, host family housing, in addition, financial support for travel costs, various insurances, and also a large part of further maintenance costs. While expanding his own horizons, 23-year-old Jonas from Germany broadened his experience within America. The trained banker has been in the USA for the past 10 months with the CBYX program. Here, in a typical Chicago suburb, he lives together with his host parents, Ruth and John, and his host siblings, Jackie, John, and of course, Taylor, the Labrador. Hello. Hey, Jonas. How are you? Good. How are you doing? While host mother Ruth and her son prepare the food, John, the host father, comes home from work. And of course, Jonas, as a part of the family, is also completely involved with the preparations. As if expected, Jonas' friends from college show up on time for dinner. Also mir ist der Abschied jetzt von meiner Familie und meinen Freunden erstaunlicherweise nicht so schwer gefallen, weil ich mich wirklich sehr auf das Jahr hier gefreut habe. Als es dann aber wirklich daran ging, die Familie oder die Freundin das letzte Mal zu umarmen, da war es dann doch ein bisschen schwerer gewesen. They're definitely part of our family. And they follow the same rules. We're not real strict, but if they're going to be home late or if they're going to bring somebody with them, they call us and let us know. And whatever we do, they're included in. I absolutely think of them as part of our family. Yes, I do too. I came from a big family, and to add one more is natural for us. Jonas shows us his college, where he studied for a semester. He mostly took business courses in order to expand his expertise as a banker. Also ich bin mit einer gewissen Nervosität eigentlich schon an die Sache rangegangen, weil ich echt nicht wusste, was mich erwartet. Und es war so ein bisschen wie für einen Erstklässler, der es erstmal in die Schule geht. Bei mir war es so, dass speziell jetzt Gruppenprojekte in den Klassen mir dazu verholfen haben, mit den Mitschülern ins Gespräch zu kommen. Ja, dann geht das automatisch.
Jonas also gained great cultural insights into the real America through his involvement in community service, an additional part of the CBYX program. Mein Community Service konnte ich im ersten halben Jahr als Co-Trainer von einer Fußballmädchenmannschaft ableisten. Meine Gastschwester spielt schon seit Jahren in dem Team drin und die hat mir so ein bisschen geholfen, dort die Verbindungen zu knüpfen und in die Mannschaft damit reinzukommen. Wenn man hier seinen Community Service macht, ist das auf jeden Fall eine große Chance, auch so ein Netzwerk aufzubauen, Leute kennenzulernen und über die auch sich in der Freizeit dann nochmal Sachen aufzubauen. In the evening, we find out what networking means. Jonas and another CBYX participant, Marin, are invited to dinner with a couple who were in Germany a few years earlier. Having dinner with the two CBYX participants enables Michael and Jennifer's memories to come to life again. The couple remains very enthusiastic about the program today and have even decided to host a new German participant in their home for a year. The next morning was the same as always for Jonas, waking up early, quickly eating breakfast, and off to work. Only by getting up this early allows him to avoid the daily rush hour traffic around Chicago. Also an meinem ersten Arbeitstag war das schon ein bisschen außergewöhnlich, in so eine große Stadt zu gehen und dann in Downtown Chicago zu arbeiten. Also es war schon ein bisschen mulmiges Gefühl. Man weiß nicht, was da auf einen zukommt. Wird man den Anforderungen gerecht? Versteht man alles? Kann man sich selbst mitteilen? Aber es war alles gar kein Problem. Hey Michael, how are you? Well, I got this check request where I have some trouble with, and hopefully you can help me. He observes how an international company like ours conducts business in the United States. So I think he will return to Germany with a much better overview and insight of not only about the American way of doing business, but maybe even more important, what the American way of life is all about. After work, another challenge arises for Jonas and his colleagues. A company 5K charity race throughout downtown Chicago. Runners, set! Es sind 23.000 Mitarbeiter von Firmen hier, die in Chicago angesiedelt sind, mitgelaufen. Es gibt eine geringe Teilnahmegebühr und die wird auch zu einem wohltätigen Zweck gespendet. Also ich denke mal, jetzt steigt noch so ein bisschen eine Afterparty, wo es dann noch ein bisschen Barbecue gibt und was zu trinken. Vielleicht machen wir da die Nacht noch ein bisschen zum Tag. Currently there are over 2,000 young professionals on both sides of the Atlantic that have participated with the CBYX program. The program has a positive effect and influence upon your future career. Weil es exakt diese Chance, die berühmte Chance mir geboten hat, über den Tellerrand hinaus zu gucken. An appreciation for others that I still carry through and quite frankly try to expand and continue to develop each and every day in my life today. Was anderes zu sehen, was anderes zu erleben, andere Arbeitsstile zu erleben, andere Menschen kennenzulernen. It's absolutely critical that professionals have a global perspective and global experiences. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wäre nicht diese Zeit in den Vereinigten Staaten gewesen. Last but not least, the CBYX program forms a very helpful network. CBYX participants form a partnership involving themselves in many ways during their initial year and thereafter. Es ist schwierig zu sagen in einem Satz, was man in einem Jahr alles erlebt hat. Aber es war super. Sich persönlich weiterzuentwickeln, auch in beruflicher Hinsicht, und die Chance nutzen, aus diesem Jahr etwas zu machen, es zu erleben. Das waren sehr wichtige Dinge für mein Leben. Ich werde nie wieder die gleichen Personen sein. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen und ich bin so froh, dass ich nach Deutschland dieses Jahr gekommen bin. The Congress Bundesstaat Youth Exchange Program for Young Professionals. Dream, Chance, Adventure.